Und ja, es kann dann sein, dass ein Stück Fleisch teuer wird und man sich das einmal in der Woche, einmal im Monat leisten kann. Aber das sollte es uns doch wert sein. Und am besten sollte man darauf verzichten, Fleisch zu konsumieren. Aber grundsätzlich, wenn wir unser Klima retten wollen, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen wir so schnell wie möglich runter aus diesem Viehbestand, den wir hier in der Bundesrepublik Deutschland haben. Wir müssen so schnell wie möglich, zumindest den Viehbestand halbieren, so schnell wie möglich Schluss machen mit dieser fatalen Ausbeutung von Mensch und Natur. Das sind wir auch dem Klima schuldig. Und noch ein Wort dazu. Ich glaube nicht, dass das einfach wird. Es wird in keinem Bereich, wo wir gerade kämpfen um eine solidarische, um eine menschliche Gesellschaft, wird es einfach. Egal, ob es um die Industrie geht, ob es um die Landwirtschaft geht, ob es um die Energieversorgung geht, überall da, wo unsere Demokratie auf dem Spiel steht, wird es nicht einfach, weil es sind mächtige Interessen, die uns entgegenstehen. Es sind mächtige Lobbygruppen und mächtige Konzerne, die uns entgegenstehen. Aber wir haben keine Veranlassung und wir dürfen es auch nicht im Interesse von Mensch und Tier den Mut sinken zu lassen, sondern wir müssen sagen, wir stellen uns dem entgegen und wir stellen uns nicht nur in den Parlamenten dem entgegen, in den Kommunen entgegen, sondern auf der Straße bei Demonstrationen, aber eben auch mit zivilem Ungehorsam. Denn ziviler Ungehorsam ist in diesen Zeiten nicht nur legitim, er ist bitter notwendig und in diesem Sinne, tear down Tönnies. Vielen Dank.